Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Phantom Doctrine. Wir werden heute eine kleine Beholderzelle schon wieder ausnehmen. Team haben wir schon zusammengestellt. Ich hoffe, das wurde gespeichert irgendwie. Ah, wurde es, sehr gut. Nur hier die Tarnung müssen wir natürlich aktivieren und zwar die richtige. Die richtige habe ich gesagt. Was ist denn los? Beim letzten Mal ging das doch relativ zügig. Da ist er. Ja, natürlich wurde nicht das richtige Team gespeichert, stelle ich gerade fest. Weil hier natürlich Hitch, Indigo, Sickle mit muss, denke ich. Jo. Aber die ist wenigstens schon vernünftig ausgerüstet. Das haben wir schon gemacht. Beinahe hätte ich hier Unsinn gemacht. Puh, nicht auszudenken. Können wir ihr vielleicht noch eine andere Schrotflinte geben? Statt der Mu. Nee, das ist die einzige Schrotflinte, die wir haben. Unglaublich. Okay, gut. Dann halt nicht. Alles cool. Komm ich hier wieder raus. So. Papa, Schalldämpfer, Schalldämpfer, Schalldämpfer. Alles gut. Auf geht's. Der geerdete Baron ist es heute, aha. War es nicht beim letzten Mal der furchtbare Baron oder sowas, keine Ahnung. Wir greifen eine bedeutende Einrichtung der Verschwörung an, rechnen sie mit hohen Sicherheitsmaßnahmen und schwerem Widerstand, einschließlich feindlicher Agenten. Ja klar, da können wir machen. Anführer eliminieren, ja, wir sollen wahrscheinlich wieder alle eliminieren, die hier rumgurken irgendwie. So, ausgekundschaftet haben wir das Ganze schon. Deswegen wissen wir auch sofort, hier oben... Laserbarrieren, wie es aussieht. Da ist ein Koffer, ein lustiger. Hier unten geht es dann weiter. Und hier oben auch. Wo wäre denn unser anderer? Hier hinten bei dem Häuschen. Das scheint mir ein bisschen nutzlos zu sein. Obwohl, hier starten wir auch nur bei so einem kleinen Nebenhäuschen. Aber hier haben wir zumindest so einen Übergang nach drüben. Und ich weiß nicht genau, was hier alles Sperrzone ist. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier. So, und wo vermuten wir, dass Agenten sind? Ich glaube, das ist von allen Seiten relativ dumm einzusehen. Wir versuchen es heute einfach mal von Süden. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Na gut, er wird ein bisschen auskundschaften. Und dann werden Jonas und die anderen hier ein bisschen aufräumen. Wird schon alles hinhauen, denke ich mir. The enemy's dug in deep. Prepare for a tough fight. Ja, das ist ja geil. Wo sind wir denn hier direkt gelandet? Da ist direkt so eine Laserbarriere, da können wir halt nicht durch. Und um das Ding auszuschalten... Ach, wo war denn das? Nee, das ist auch nicht. Ist auch nicht. Müssen wir nach ganz hier hinten watscheln. Ah, okay. Dann werden wir das wohl tun müssen. Also, 7x Beute, 1x geheime Dokumente. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, da ist ein Dokument, ne? Dieser große gelbe Rahmen, der da sonst immer ist, ist nicht mehr da. Ja, dann watschen wir erstmal nach drüben. Machen die Laserbarriere aus. So, wo ist denn hier der Rest unseres Teams? Hier.
draußen guckt einer rum. Ja gut, hier in einer Runde hochzukommen, natürlich vollkommen utopisch. Aber kann er mal gucken, ob es hier irgendwie was gibt. Er weckt nicht den Anschein. Und wenn es hier natürlich irgendwo so ein kleines Nebengebäude gäbe, wo wir was holen könnten. Achso, das ist außerhalb der Karte. Jo, gibt's aber nicht. Also können wir genauso gut hier warten. Für den Moment. Was ist denn das für einer? Ist das so ein normaler Soldat irgendwie? So, wir können mal gucken, wo die Exfiltrierungszonen sind. Eine ist direkt hier. Eine ist da hinten am Tor. Und dann haben wir da noch ein Tor. Ja, ich schätze mal, wir werden eine der hinteren da benutzen. So, dort ist der nächste Koffer. Steht auch einer. Ich werde mich hier mal ein bisschen vorsichtig entlang kirschen, damit ich hier nicht mir nichts, dir nichts in irgendeinen feindlichen Agenten reinrenne. Das wäre dann doch ein bisschen unangenehm. Da ist nämlich einer. Ist ja da hinten auf der Brücke, wo wir gerade rumgurkten. Das ist sogar einer. Ach, da hinter der Laserbarriere ist der. Mit dem könnte Jin sogar fertig werden. Eine schwere Weste unten, G3 nochmal. Kameras, die wir ausschalten könnten. Okay, Dokument hier noch abgegriffen. Und dann müssen wir nach dort hinten. Alles klar, machbar. Auf dem Dach hier gibt es nichts, oder? Nee. Draußen wird fleißig patrouilliert. Ist aber auch in Ordnung. Das dürfen die. Und hier rennen schon wieder eine ganze Menge Zivilisten rum. Gab es hier unten eigentlich irgendwas für uns Interessantes? Nee, gar nichts. Ich wünschte echt mal, man könnte noch irgendwie einen Agenten mehr in Verkleidung mitnehmen. Dann müsste man hier diese Anfangsphase nicht immer so schleppend machen. Aber dann wäre es vielleicht auch ein bisschen zu einfach, feindliche Agenten auszuschalten. Ich weiß es nicht. Ah, da unten ist Agent Nummer 2. Okay, die sind also beide da drüben. Kommen unsere Jungs an den vielleicht ran? Ich meine, interessant ist natürlich, die bewegen sich heute. Dann sie könnten unsere Jungs doch echt rankommen. So, dann nehmen wir jetzt mal einen Jonas mit.
müssen wir uns hier irgendwie so um die Ecke hinstellen. Oder vielleicht auch hier hinein. Da ist eine Kamera und die Tür ist abgeschlossen. Durchs Fenster kommen wir wahrscheinlich so nicht. Indigo ist schnell und Sickle nehmen wir auch mit. So, Tisch und Oracle, wohin mit den beiden? Lassen wir vielleicht hier die Ecke bewachen. So, interessante Frage für zwischendurch. Gibt es hier oben noch irgendwas zu holen? Oh, nach hier hinten ist der Weg ganz schön lang. Da gibt es aber echt noch einen Spind. Aber vielleicht sollten wir uns dann erstmal um das Untergeschoss kümmern. Kommen wir denn hier runter? Nirgendwo, echt da hinten die Treppe nur, ne? Hier gibt es zwei Treppen, eine hier, eine dort. Ich könnte natürlich hier direkt runterspringen. Hier ein bisschen schneller an diese Kameras ranzukommen. Das könnte vielleicht auch mein Einsatzteam vor Ort machen. So, die gute Frau ist jetzt irgendwo nach hier drüben gelaufen. Auf die würde ich natürlich super gerne irgendwie ein Auge halten. Kann ich das mit meinem Spotter machen? Nee. Ich guck genau von der falschen Seite. Kann ich wirklich gar nichts machen. Okay, gut, dann gehe ich lieber oben lang. Da muss ich nur aufpassen, da rennt ja auch ein Agent rum. Dass ich dem nicht irgendwie in die Arme laufe. Doch, da gibt es eine Treppe nach unten. Ah, dann nehmen wir doch die einfach und durchsuchen dann das Gebäude von der Seite. So, Jonas, immer vorsichtig. Don't sneak up on me like that. So, wo gehst du hin? Dort hinüber. Interessante Frage. Können wir sie da abfangen? Die Kamera? Ich kann halt gar nicht reingucken. Aber wirklich so gar nicht. What up?
Ja, wohnen mit Jonas. Interessante Frage. Sie scheint ja echt so eine Runde zu drehen. Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um sie abzugreifen. Habe ich ja mal richtig in Scheiße gegriffen gerade. Hi. Aber so richtig. So, immerhin ist sie dagegen nicht immun. Das finde ich schon mal sehr gut. Null Schaden. Warum? Panzerungswert ist zu hoch. Sickle kommt halt auch nicht dicht genug ran. Okay, vom 30 Punkte Schaden, 39 Punkte Schaden. 106 Punkte Schaden hört sich voll gut an. This again. Also, und ich wünschte, jetzt könnte ich hier einfach Position tauschen, kann ich aber nicht. Steht noch einer. Interessante Frage, kann ich den von hier aus erwischen? Wahrscheinlich nicht. Okay, Hitch hier rein. Da sollte sie einigermaßen safe sein. Feuerschutz hier in die Richtung. Don't sneak up on me like that. Ja, ja, bla bla. Ach, sie hat nur so eine kleine Knarre. Okay, Hitch, wie sieht's bei dir aus? Sickle. Kann sie ihn von da aus sehen? Müsste eigentlich, aber... Hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ah, sie sieht ihn aber. Siebzig Punkte mit dem Kopfschuss. Ändert sich vielleicht noch, wenn wir ihm die Deckung klauen. Ah, müsste aber reichen. Ah nee, 10 Punkte nur. Ich komme halt auch nicht an ihn ran, ne, weil er erhöht steht. Okay, wir versuchen es mal.
Aha, ich krieg den nicht tot. Haben wir irgendeinen Skill, der uns da hilft? Nee. Ist echt zu wenig. Okay, da kann ich nur versuchen, irgendwie hier hinzukommen. Und mal gucken, ob ich den sehen kann. Wir können ja so einen Sidestep machen, können wir nicht. Hier ungünstig. Oh, Kodiak. Natürlich praktisch. Ah, der kann sich ja nicht mehr bewegen, der gute Mann. Das heißt, wir müssen hier irgendwie nehmen, was wir kriegen können. Oh, fuck. Was bist du? Du bist ein Polizist. Du bist ein Polizist. Gegen die haben wir auch Deckung. 32 nur. Warum denn nur 43? Das gibt's doch nicht. Das ist ein Blocker. Und deswegen hat er halt. Den Typen hier halte ich halt für am gefährlichsten. Deswegen mache ich das einfach mal so. Und da hoffe ich, dass das gut geht. Ja klar. Die versuchen uns unsere Aufmerksamkeit zu klauen. Der rennt da rüber, kriegt mit der Schrotflinte einen verpellt. Das hat ihm nicht so doll genug viel getan auf jeden Fall. Jetzt steht er hier draußen, flankiert uns. Oh, ausgewichen, sehr gut. Oh, nochmal schafft Kodiak das nicht, denke ich. Er hat sich da verkrümelt. Ja, da war ich einfach echt ein bisschen unvorsichtig mit Indigo, leider. Ich muss mich vielleicht trotzdem ein bisschen bewegen irgendwie. Nach vor, wo ich ein bisschen mehr Deckung habe. Gegen den Typen hier unten. Der schaut hier nämlich so schön zur Tür raus. Ah. Wer ist denn hier? Da kann ich nämlich nur von unten angegriffen werden gerade. Das ist natürlich voll der dumme Weg. Den hier einfach raus. What up? So, wie Jonas sieht den hier. Wir wissen ja, hier steht noch einer. Standing by for orders.
18 nur. Warum so wenig? Ich denke, der kann nicht mehr ausweichen. Ich hätte ihn auch vernünftig einfach zu Boden bringen können. So, das beendet auch meinen Zug und bringt ihn nicht mehr um. Könnte ich vollautomatisch draufhauen. Jonas kommt hier leider nirgendwo vernünftig in Deckung. Nee, eigentlich, Mädel, sollst du den Kerl umhauen. Genau so. So, den kann man nicht stabilisieren. Das heißt, den anderen müssten wir stabilisieren können. Die liegt hier drüben. Blutet wahrscheinlich geradeaus. Ach, guck mal, wir haben doch hier noch jemanden zum Flankieren. Das ist keine Deckung. Okay. Dann komm lieber hier hin. Die können wir auch nicht vorm Ausbluten retten, leider. So, 46 Punkte macht das Ding. Reicht vollkommen. Und dann kann Orakel von hier aus so ein bisschen Deckung übernehmen. Es kommt gar keine Verstärkung irgendwie, ne? Noch nicht. Vielleicht sollte ich die Klappe nicht zu früh aufreißen. Ja, die Richtung wird schon passen. So, Indigo. Ist hier drin irgendwas Spannendes? Du hältst dich am besten bei Sickle auf. Sickle kann das Ding hier öffnen. TKB, okay. Wie viel Zeug brauchen wir noch? Dreimal Beute, drei Dokumente. Ach, den können wir doch mitnehmen. Okay, dann kommen wir hier rüber. Need me? So, Jonas wird hier drin alles klar machen, würde ich sagen. Ah, jetzt kommt auch Verstärkung an. Irgendwann demnächst. Und kommt einer durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob der jetzt zur Tür rein ist oder nicht. Ist auch noch ein Polizist. So, ja, ein Feuerstoß sollte hier eigentlich ausreichen. So, Jonas, wo möchtest du hin? Am besten hier drin so ein bisschen sauber machen, ne? So, stabilisiert haben wir ihn schon mal, den lassen wir hier einfach liegen. Und dann kann Indigo, hier nimmst du ein bisschen, flüchten. Während Sickle ihr den Rücken frei hält, würde ich vorschlagen. Ach, hier kann ich nicht durchballern.
irgendwo da drüben wird er halt langkommen müssen. Are we done standing around? So, Hitch und Oracle, was ist euer Ziel? Hier drüben gibt's nichts. Hier, die müssen irgendwie seitlich in die Halle. Ups. Seitlich in die Halle eindringen am besten. Vielleicht kommt ein Oracle nicht so weit. Missed me? Ist hier drin was? Nee, ne? Nee. Ah, da sehen wir sogar jemanden. Das macht nicht wirklich viel Schaden. Na geiler Scheiß hier. So, dann bleibt uns wohl nur der Overwatch übrig. Are we done standing around? Ja, wir sorgen auf jeden Fall dafür, dass sie sich hier nicht nähern kann. Need me? Ach, Jonas sieht sie jetzt auf einmal auch. Ach, na, da hätten wir sie ja doch gerade niedermähen können, wenn ich das gewusst hätte. Ah, wer ist mit dem Headshot, Jonas? Kriegst du hin, oder? Nee, die ist ausgewichen. Ist ja gemein. Wer denn her? Ach, er ist da rausgekommen hinten und keiner hat's gesehen. Na, komm noch ein bisschen dichter vielleicht. Dann kann Orakel auch noch mal schießen. Oh, noch ein Agent? Was zum Kuckuck? Was geht denn hier ab? Wo kommen die denn alle her, diese Agenten? Das ist ein Zivilist, okay. What up? So, Jonas. Vielleicht nicht von hier aus, sondern mehr von hier aus. I got one. Sehr schön. Standing by for orders. So, leider keine Zeit, hier die Tür zuzumachen. They'll be here any minute now. Standing by for orders. Wie viele hat er? 65. Na, wenn jetzt die Verstärkung hier rumkommt, wäre natürlich bitter. This was too easy. Denke ich auch. So, dann kommen wir hier rein. Da haben wir wenigstens gute Deckung. Zwei Feinde gurken noch irgendwo rum.
Wie sollen wir denn da rankommen? Punkte und ich glaube, wir sind ein Feld zu langsam, ne? Ne, wir können es machen. Ich genügend Wachsamkeit. Sie ist leider auch nicht super schnell. Aber wir können ja auf jeden Fall flankieren. Und ihm dann richtig eine verpassen. Und ich denke, das müsste ihn auch töten. Nicht verzickeln, echtes... Scheiße. Ach, das ist die da hinten. Okay, alles klar. Ich dachte, da wäre noch jemand aufgetaucht. Ja, 84, 74, der ist tot. Sehr schön. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Oh, der sieht sie nicht. Orakel hat sie aber vollkommen flankiert hier. Primary objective complete. Good job, team. Head back home. Ah, ja, Verstärkung. Mit der müssen wir uns halt noch beschäftigen irgendwie. Da können wir noch einen zweiten Agenten mitschleppen. Sofern wir da Bock drauf haben, müssen wir mal gucken nächste Runde, ob wir da Bock drauf haben. So, wo sind unsere restlichen Papiere und sowas? Meins ist hier hinten. Hier müsste auch irgendwo ein Spind sein, dachte ich. Ja, da ist ein Safe. Hier ist noch ein Computer. Aber hier war doch auch noch ein großer Spind, oder nicht? Ich sagen, treffen uns erstmal da überall. Wir versuchen uns hier so ein bisschen hinten einzumauern. So, Hitch ist eigentlich ganz okay mit der Munition. Und hier vorne gibt es nichts. Haut es denn hin? Dreimal Beute brauchen wir noch und drei Dokumente. Drei Sachen haben wir noch, die können, ja, werden alle ein Dokument enthalten. Aber ich weiß nicht, ob der Safe drei Beute enthält. Das heißt, potenziell habe ich hier irgendwo noch was übersehen. Und gerade, ach so, hier hinten wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Wusste ich doch. Irgendwo ist noch ein großer. Ah, das ist komplett auf der anderen Straßenseite. Allerdings, okay. Da kann Kodak sich drum kümmern. So, und Hitch versucht dann hier drüben schon mal aufzuschließen, auf jeden Fall. Kommt sie an den ran? Kann es nicht dorthin gelangen. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen gucken. Verstärkung wird eintreffen auf jeden Fall. Und ich habe keine Ahnung von wo. So, Rodia kann hier vorne die Straße sichern. Ich schätze, die kommen auch aus irgendeiner Evakuierungszone.
So, sie kann hier hinten sichern. Ach, ärgert mich, dass ich da in den Agenten reingerannt bin. Bisschen unnötig. Ah, da hinten kommen die. Oder waren es nur die Zivilisten? Ah, es sind viele da hinten. Da werde ich mal... Ah, Indigo sieht hier niemanden. Ah, Spotter. Hier ist auf jeden Fall schon mal frei. Oh, der sprintet. So, hier drin müssten wir einigermaßen safe sein. Indigo wird den Agenten erstmal liegen lassen. Ist vielleicht nicht so ganz clever, da sofort hinzurennen. Naja, das habe ich nämlich befürchtet, dass sie hier hinten rumstehen. Dann wissen wir das auch schon mal. Need me? Sprint. Jetzt knallt ihm die Tür vor der Nase zu. You just can't get enough of me, can ya? Jonas macht hier die Krümel zu. Ne, die kommt von der anderen Seite. Also hier nach rechts zu sichern bringt gar nichts. Aber wir können mal gucken. Ja, die Zone ist okay. Die wäre auch okay. Eine von den beiden wird es nachher werden. So, einmal Tür zu. Als hier jemand durch die Tür kommt, wovon ich nicht ausgehe, haben wir die auch gecovert auf jeden Fall. Au, Nachladen ist richtig teuer hier. So, hier sollte eigentlich auch niemand durchkommen. Aber für den Fall das, haben wir das alles unter Kontrolle. Sichern war. Ja.
Ach, ich wollte noch die Tür zumachen. Ach, scheiße, das habe ich jetzt natürlich. Indigo hätte die Tür zumachen sollen. Damit genau das nicht passiert. Ah, das war richtig dumm von mir. Die Tür hätte zugemusst. Ich meine, sie hat hohe Deckung, okay. Aber, na gut, so sieht sie wenigstens, was da draußen abgeht. Ist ja auch ganz toll. What up? So. Indigo macht einmal hier die Tür auf jeden Fall zu. Räumt den Safe aus. Schwere Panzerung und eine M12 haben wir bekommen. So, Jin wird sich hier noch kurz zurückhalten. So, die hat sowieso nur einen 20er Clip. Na, dann war es natürlich ein bisschen sinnlos, hier nachzuladen. Waiting on you. So, Hitch kann den Typen eigentlich schon direkt mitnehmen. Und dann hier vorne irgendwo abladen. Einmal kann sie keine Türen zumachen. Ach komm schon. Bloß weil sie jemanden auf dem Rücken hat. Ah, ein bisschen ärgerlich. Macht nichts. Hey. So, Orakel, aufholen bitte. Auch nicht die Tür auflassen vor allen Dingen. Ah. Dann dürfte niemand durchkommen. Ah, sie hätte mal nachladen müssen. Muss ich dann wohl leider auf nächste Runde verschieben. So, zwei Agenten haben wir auf jeden Fall hier zu Boden gebracht.
Mal gucken, wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt. Bevor der Feind hier versucht durchzubrechen. Don't sneak up on me like that. So verkehrt. So, Kodiak müsste das eigentlich von hier oben aus regeln können. Aha, da steht noch einer. Was? Ich sehe die nicht. Wirklich? Wieso? Ich kann auch da locker runter gucken. So, die waren aber mindestens zu dritt hier. Sind die schon so weit, dass sie hier drüben rumkommen können? Ich hoffe nicht. So kann Jonas auf jeden Fall beide Türen abdecken und hat gut Deckung. Kannst du von hier aus auch beide Türen abdecken? Nee, nur eine. Nachladen ist so furchtbar teuer mit der Schrotflinte. Ich habe halt gar keine Vorstellung davon, wo die hier versuchen rumzukommen. Das nervt gerade so ein bisschen. Da ist Orakel. Orakel würde ich super gerne nach hier drüben schicken. So, dann kann er nämlich hier einfach die Tür safe machen und so. Tut echt so, als wenn er hier nicht runter gucken könnte. Das soll euch hier halt so ein bisschen den näheren Umkreis decken. Thank you.
Are you sure? Ja, ganz sicher bin ich mir da. So, Indigo, diesmal macht sie aber echt die Tür hier zu. Ja, da links ist noch ein Vierter. Die scheinen alle eher in diese Richtung hier kommen zu wollen. So, ich werde mal diese Ecke spotten. Ah, ganz da hinten ist er. An den kommen wir natürlich schwierig rein. Machen. Hurry up, they'll be here any minute now. Da können wir stürmen, auf jeden Fall. Sickle könnte ich hier hin. Hitch kommt leider nicht nach hier draußen. Das heißt, Hitch könnte ich hier hin. Orakel wird nicht die Reichweite haben. Ja, Orakel habe ich leider, dadurch, dass ich ihn da rüber geschickt habe, aus dem Spiel genommen, so ein bisschen. Funktionieren. Ja, was kostet es, die Granate zu werfen? Nur ein Aktionspunkt. Oh, der stirbt ja auch fast, wenn Jonas hier einfach drauf ballert. Der ist tot. Jeez, I thought it was somebody else. Okay, easy. Dadurch, dass Jonas den jetzt aus dem Spiel genommen hat, hat sich die Situation hier dramatisch verbessert auf einmal. Einzelschuss oder hau ich ihn um? Thank you.
Okay, die könnte ich beide rausnehmen tatsächlich. Die haben keine Chance auszuweichen hier auf die Distanz. Was natürlich absolut phänomenal ist. Dann spare ich mir nämlich eine ganze Menge Wachsamkeit. Macht sie auf jeden Fall und der Typ hat 45. Okay, wie sieht es mit der anderen Waffe aus? Ja, na, in dem Fall würde ich doch sagen. Kann man das auch hier nur mit ein bisschen Munition erledigen? Man muss ja gar nicht die Leute im Nahkampf niedermähen. An der Zeit, glaube ich schon fast, unseren Fluchtwagen zu rufen. Das ist ganz da hinten. Oder halt hier auf der Seite. Nee, da ist schon günstiger. Ich muss nur gucken, wie das mit Orakel läuft. Der das irgendwie hinbekommt. Und wenn ja, wie? Ja, prinzipiell glaube ich mit Leuten auf den Schultern schon durch Fenster steigen, oder? Geht das gar nicht? So, kann sich noch irgendjemand bewegen? Nein. So, da müssen wir nämlich mal gucken, was hier mit der anderen Verstärkung ist. Und wenn wir wissen, wo die ist, dann kann ich auch... Habe ich alles? Ich habe alles. Dann kann ich auch bestimmen, wo ich hingehe zum Evakuieren. Ich werde wohl nach da drüben gehen. Das ist nur eine Frage, ob Orakel das jetzt in der annehmbaren Zeit schafft oder nicht. Könnte sein, dass sie halt direkt wieder hier drüben landen. Könnte auch sein, dass sie irgendwo hier hinten lang kommen. Why are we here again? Wir sichern uns hier so ein bisschen gegen alles ab.
7 Schuss. Nee. So, und dann können wir jetzt auf jeden Fall tatsächlich unseren Fluchtwagen rufen. Nach dieser halbwegs verkackten Mission, ich meine, wir haben 2 feindliche Agenten rausgeholt, ja, aber... Exfil incoming. So richtig cool ist es halt nicht gelaufen, leider. Wenn wir Glück haben, kommt die Verstärkung direkt von der anderen Seite der Karte. Und danach sieht es einigermaßen aus. So, wo sind denn meine Schlepper? Hier. So, Luftangriff im Anflug. Da finde ich natürlich nicht so geil. Ich werde mal gerade meinen Spotter bemühen. Ich glaube, hier hinten irgendwo könnten die ja dann sein, oder? Da ist aber nichts zu sehen. Das heißt, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo die sind. Missed me? Ah, gedingt. So, dann versuchen wir uns hier einfach so kompakt wie möglich zurückzuziehen. Wohin mit Sickle? Keine Ahnung. Jetzt steht das schon ganz gut. So, Indigo ist natürlich richtig schnell wieder. Auf jeden Fall auch hier in die Richtung vor Schutz geben. Wenn die durchs Haus kommen, werden die nicht so schnell sein, dass sie uns jetzt diese Runde schon erreichen. So, mal sehen, ob wir was hören. Nee, gar nichts. Okay, dann scheint wirklich direkt auf der anderen Seite der Map gespawnt zu sein. Passt mir ganz gut im Kram. Don't sneak up on me like that. Ja, sorry.
So, dann sind wir hier eigentlich ganz gut aufgestellt, würde ich behaupten. Excellent. So, das ist unser Fluchtfahrzeug. Perfekt. Und dann sind wir hier raus. Haben es geschafft. Ja, Einsatz mit kleinem Makel hier. Zum ersten Mal seit langem wieder, dass wir tatsächlich ein offenes Gefecht hatten. Ich zähle 6 Agenten in der Zone. Auf geht's. So, alles mitgenommen, was mir zu nehmen ging. Also auch im Kampf, ne, kann man das relativ leicht gewinnen. Ich habe einen Test auf der GameStar gelesen. Irgendwie, da hat sich der Redakteur, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, mega aufgeregt, dass die Kämpfe so schwierig seien und voll die Lade- und Speicherorgien und so. Finde ich gar nicht. Finde ich echt nicht. Ich finde, die Kämpfe, die sind jetzt nicht unfair ausbalanciert. Na, am Anfang sind die tatsächlich ein bisschen schwierig, aber bei weitem nicht so schwierig wie bei XCOM. Von daher alles gut, würde ich sagen. Was? Wir haben noch 2 Agenten mitgenommen. Achso, hier geht's noch weiter. Ja, Sniper und Gemini. Einen hexagonalen Lauf, eine schwere Weste, okay. Ein G3 natürlich, ein G36. Wäre phänomenal zu dieser Zeit. TKB, eine schwere Panzerung, M12 und eine 45er. Außerdem jede Menge Dossiers und potenzielle Rekruten. Und neue Vorteile für Hitch und Kodiak und Sigil. 2 Verwundete, beide nicht übermäßig schwer. Indigo und Sickle hat es erwischt, die sind sowieso ein Team. Das passt schon, dann können die auch ein bisschen trainieren in der Basis. Und Jonas hat hier wieder 758 Punkte abgegriffen. Seht ihr, da wollte ich mal gucken, ob der irgendwie so voll begabt ist oder sowas. Nee, ist er gar nicht. Der ist einfach nur ein krasser Typ. Und bekommt deswegen immer so viele Punkte. Na gut. Weiß ich Bescheid. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.